Hallihallo, hier wieder euer Darth Steffen zu einer neuen Aufnahmesession. Und ja, da es eine Halloween-Session ist, spielen wir ein paar Gruselspiele, wie zum Beispiel Paranormal Activity. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja. Wir machen jetzt die Option 1, Full Version, und starten mal rein. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here. And I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Wow. So. So, das heißt. Muss ich auch streng, du scheiß Spiel. So, geht's mal los hier. Wow, ist die Schauung sensibel. So, ist der Lichteffekt. Wow, das schwankt aber ganz schön, du. Okay. Was? Ihr merkt, es ist schon auch ein bisschen dunkler, meine Kamera. Ein bisschen dunkler eingestellt, nicht so hell. Dass es auch ein bisschen einen Gruseffekt hat. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Hier liegt ein Handy. Der Einkauf liegt auch noch da. Aber der Minikin muss echt klein sein, also. Guck mal, wie, wo der steht mit dem Kopf. Der kommt doch nicht mal hinten an die Spüler ran. Ah, okay. Hier liegt doch das Besteck da. Okay. Mann, der Kühlschrank ist aber echt laut. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Boah, ist das Spiel Sound laut. Ich hoffe, ihr hört mich doch auf dem Video. Extrem laut. Ist aber schön dunkel. Ach, für auch viel mehr Spaß. Ich mach mal Licht aus. Was? Ah. Tolle. Doch nicht tolle Musik. Heiliger. September 11th, 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13th, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October 2nd, 1984. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I'm numb. The baby stopped breathing as I held it in my arms. As I cried, my baby stared me in the eyes, only to have those eyes of his roll back into his head, leaving only the white to see. My suicide attempts continue to fail. My husband's spirit is torturing me. October 13th, 1984. Let me die, please, Marcus. Let me die. Holy shit.
Shit. The house is haunted. Okay. Da geht schon wieder die Musik los im Radio. Kann man nicht rein, schade. Können wir nicht teilen? Nee. Ich dachte, die kann man auch noch dunkel machen. Weil da wird auch der Gruseleffekt viel besser, wenn es dunkler ist. Klopf, klopf. Herein. Diese manche Räume haben gar keine Lichtschalter. Seht ihr das? Ich gehe mal auf den Dachboden. Dachboden ist immer gruselig. Wow. F. Ja, herein. Wer klopft denn? So, aber es ist jetzt noch nicht wirklich was passiert, was gruselig ist. Sau, ein Lichtschein. Das ist doch nicht normal. Was? Ja, also. Alter Schwede. Passiert hier noch irgendwas? Great, the battery's low. Well, I can at least charge it by my bed was? When I'm sleeping tonight. Warum laut? Da ist noch die Hälfte voll, der Akku. Boah, es ist ja dunkel. Eisentreppe, wir können eine Eisentreppe in ein Haus bauen. Take eine Kamera. Oh, hier liegt nochmal ein Zettel. June 27th, 1983. Marcus came home from work today, seeming really flustered. When I asked what was wrong, he yelled at me and threw the bird's cage to the floor. Poe was our first pet together. July 1st, 1983. I don't understand why Marcus has been so stressed lately. I know being a teacher is tough, but the least he could do is talk to me about it so I can help him. July 4th, 1983. Fireworks are going off. Marcus hasn't returned home from work yet, and we're going to go watch the fireworks together. Another lonely night at home, just me and all the wine I can find. July 5th, 1983. I got the call today. The police found Marcus dead in his own classroom. I have trouble even thinking about this. It hasn't even fully sunk in yet, I suppose. My husband is gone forever, and I never got to say goodbye. Wow, jetzt ging die Kamera mal schnell runter. Ganz schnell ins Bett, ganz schnell. Jetzt bin ich, glaube ich, tot. Und schnell eine Runde schlafen legen. Das war knapp, du. Mann, was soll denn immer das Kitzeln, ey? Das ist fies. Klopft schon wieder an der Tür? Wow. Was ist das für eine Bitch? Ist sie weg? Okay. Was geht hier ab? Ist er echt gruselig? Boah, meine Höhe. Boah, da gibt es echt ganz laut. Wenn mal dieser scheiß Grissel-Effekt kommt, ey. Leckt mich am Arsch. Welt. Wow. Klar. Ich gucke immer mal rum, ob es da irgendwas gibt, was man mitnehmen kann. Hat er gerade einen Fisch eingepackt? Entschuldigung, mein Freund. Jetzt bist du alleine. Da packt er den Fisch ein. Jetzt sind er noch bei Trost. Licht aus. Was war das zur Hölle? Das Spiel verarscht mich doch.